Nun, wir konnten ihn bei einer Unterwasserexpedition unterbrechen und sind dadurch zu Informationen gelangt, die darauf hinweisen, dass er beabsichtigt, die blutige See nicht nur gen Süden bis nach Al-Anfa, sondern gar bis ins Innere des Landes auszudehnen, indem er den Kontinent unter den Fluten der blutigen See erträgt. Und wie kann da die Prajos Kirchen helfen? Nun, es ist zumindest im Norden wohl bekannt, dass die Granden von Al-Anfa sich größtenteils zurückgehalten haben, was die Bekämpfung der Probleme im nördlichen Perlenmeer angeht. Sicherlich aus guten Gründen, ihr werdet zu Hause genug Probleme haben. Aber dies fängt nun an, auch euch zu betreffen, und als solches sind wir hier, um euch um eure Unterstützung bei der Bekämpfung zu bitten. Wir verstehen, dass es schwer sein kann, den Granden zu verkaufen, dass sie Truppen oder Schiffe abstellen müssen. Aber ich bin mir sicher, einen kleinen Teil ihres. Ich blicke mich nochmal im Raum um. Geradezu unermesslichen Vermögens ist Abstellen sicherlich. müssen. Nun, Nun, das dies ist eine Modalverb Frage. gefällt mir nicht. Verzeiht, Euer Eminenz. Dies ist allerdings eine Frage des Überlebens. Nicht nur für uns, sondern auch für uns alle. Nun, dann solltet ihr eventuell darüber nachdenken, ob ihr die Flotten der Carinors einem weiseren Granden übereignet. Dies ist der Grund, warum wir zu euch gekommen sind, Euer Eminenz. Ihr kennt euch in der Stadt wohl aus und wisst, welcher Grande am rechtschaffensten ist. Das Haus Zornbrecht. Wie kommt ihr zu diesem Schluss? Wodurch tun Sie sich besonders hervor? Sie kümmern sich um das Volk. In allen Belangen. Wie ungewöhnlich. Ist das ungewöhnlich? Nun, die Mächtigen und Reichen vergessen allzu oft die Sorgen der Armen. Zumindest ist das in meiner Heimat so. Nun, Narab Zornbrecht ist ein Mann, der weiß, dass er das Volk braucht. Das Volk braucht ihn. Unbeschritten. Eine starke Allianz. So ist es. Das Haus Zornbrecht verfügt zum aktuellen Zeitpunkt nach der Seeschlacht von Phrygaios, nach dem Debakel, über nicht genug Flotten. Allerdings, das Haus Carinor derweil verfügt über die ein oder anderen. Das Haus Kogris ebenso. Wir als Priorskirche sind natürlich die wahrende Neutralität, die Ordnung. Wohlwollende Neutralität, würde ich es meinen. Daher können wir uns in einen solchen Disput nicht einmischen. Aber solltet ihr es schaffen, dass die Carinos entmachtet werden und dass diese Flotte den Zornbrechts zugeschrieben wird, dann wird Nareb Zornbrecht sicherlich einsehen, dass diese Flotten in der Blutigen See gebraucht werden. Wie hat das Haus Carinor euren Unmut erregt? Oder ist es einfach nur so, dass ihre Ressourcen beim Haus Zornbrecht besser aufgehoben wären? Die Carinos zeichnen sich aus durch Inkompetenz. Nun, Raya selbst mag Donna Chantala gesegnet haben, aber Effert oder Hesinde wohl nicht. Sie ist hübsch, das war's. All dies sind sehr wertvolle Informationen, Eure Eminenz. Wir können euch gar nicht genug danken. Wir hoffen, dass ihr, sollte sich die Notwendigkeit ergeben, im Rat der 12 für unser Anliegen sprechen werdet. Nun, wie gesagt, die Priorskirche ist die wohlwollende Neutralität und wir können selbstverständlich darüber berichten, dass ihr die blutige See zurückdringen wollt, aber wir können Nun, nichts ich versprechen. natürlich nicht, aber ich denke, niemand anders als ihr als Wahrer der Ordnung seid qualifiziert, um den Granden den Schrecken aufzuweisen, den die Dämonenreiche für die Weltenordnung darstellen. So So ist unberührt es. sie doch derzeit auch noch von ihm sind. Es ist weise, dass ihr zu mir gekommen seid und nicht zu den Ferdis. Nun denn,
Habt vielen Dank für eure unschätzbar wertvolle Hilfe. Wir werden eure kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Dürft euch entfernen. Ich stehe auf, verneige mich noch einmal und gehe dann jetzt mit dem Rücken zu ihm deutlich an die Wände glotzender nach draußen. Derweil bei Abelmir und Volltag? Genau. Ihr wolltet zur Universität, ja? Genau. Ja. Das Zentrum der Alanfanischen Hochkultur wird genannt Groß-Alanfanische Universitätsschule der Stadt der Raben, Halle der Erleuchtung, gestiftet von der halbgöttlichen Weisheit Nandus. Und auch der Titel ist ebenso Programm wie Prahlerei, ähnlich wie im Praios-Tempel, allerdings nicht so sehr vergoldet, wohl aber mit weiteren Freizügigkeiten. Restriktionen gibt es hier nicht. Abelmir hat ja hier auch schon seine bobradianischen Thesen damals bekommen, die dann zu deinem Rauswurf führten. Du kennst dich hier also schon ein bisschen aus, allerdings ist der Komplex so sehr gewaltig, dass auch du dich erst einmal wieder erneut bei einem... bei der Verwaltung vorsprechen darfst, die dir dann noch einmal die Organisationsstruktur vorliest, beziehungsweise die jeweiligen Fakultäten weisen kann. Es gibt die philosophische Fakultät und die Bibliothek. Es gibt die juridische Fakultät, die chemische Fakultät, natürlich die medizinische Fakultät und die naturkundliche Fakultät, die Fakultät der Algebra, beziehungsweise Mathematik, die Seefahrtsfakultät, die Kriegsfakultät, und die Fakultät der theoretischen und angewandten Taumaturgie, Hermeneutik und magischen Alchemie. Nun, Voltax, ich würde vorschlagen, wir wenden uns zuerst an die Akademie selber. Das ist eine sehr gute Idee, Abelmir. Das wäre jetzt auch der erste Schritt, den ich in Betracht gezogen hätte. So, diese Organisationsstruktur klingt schon relativ komplex, aber... nichts, was zwei schlaue Geister wie wir nicht durchdringen würden. In der Tat. Zumal die Spektralität auch gleichzeitig der Dekan der Gesamtuniversität ist. Habe ich das richtig verstanden? Sie möchten mit Cesario Padigan sprechen? In der Tat. So. Der Schreibgehilfe hält einmal seine Hand auf. Ich reiche ihm mal meine Karte und dann darauf eine Lukate. Ja. Dann wird er sich den einstreichen, euch wieder einmal bitten, dass ihr Platz nehmt, und nach grob 2 Stunden kann er euch dann in Richtung der Dekanatsgebäude führen, wo Spektabilität Cesario Palligan vorsetzt, und zwar allen neuen Fakultäten. Ah, eure Spektabilität? Eure Spektabilität. Morenes, ihr schon wieder. Nun ja, es ist ein paar Jahre her, aber... ihr habt mich im Gedächtnis behalten. Ja, euer Fall war dann doch in verschiedensten Zeitschriften abgebildet. Unter anderem dem Salamander, aber natürlich auch allen... Wir haben von euch gehört, ja. Ihr seid uns im Gedächtnis geblieben. Sehr, sehr gut. Nun, wir haben ein Anliegen, das uns nach Alanfa brachte. Ihr wisst... dass der Teich der blutigen See nun ja seine Krallen ausstreckt. Ja. Nun, wir sind angetreten, dies zu verhindern. Und zu diesem Zwecke befinden wir uns in dieser erlauchten Stadt. Ja. Wir haben kürzlich Informationen erlangt, die nahelegen, dass schon bald eine Ausbreitung kataklysmischen Ausmaßes bevorstehen könnte. Und deshalb ist es uns sehr daran gelegen, Kräfte zu sammeln und zu requirieren. Und da dachten wir, bei wem könnten wir vorstellen... Verzeiht, mein Bosparanus nicht allzu gut. Kataklysmisch, was bedeutet das? Oh, weltumspannende Vernichtung. Oh, ganz furchtbar. Ja, das klingt so. Ja. Ihr seid mit dem Wesen der Dämonenarchen vertraut, vermute ich. Nein, überhaupt nicht. Ah, ihr habt mein Buch nicht gelesen? Nein, ich hab's hier liegen. Sie ist sogar signiert, aber ich kam noch nicht dazu. Ein sehr spannendes Werk, das muss ich schon sagen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Aber wir sind nicht hier, um Werbung für Abelmirs Buch zu machen. Im Gegenteil, wen sollten wir um Hilfe fragen, wenn nicht die Spektabilität, was den Seekrieg angeht? Und das seid ihr. Ja, das ist natürlich richtig. Zumindest der Dekan dieser Fakultät. Das ist richtig. Aber wenn ihr Lust hättet, ihr seid ja jetzt in der Stadt. Was haltet ihr davon, wenn ihr beide als Lehrer hier tätig werdet? Also, eine Koryphäe des Seekriegs seid ihr ja nun auch, zumindest ihr, Morenes. Da könnte ich sicherlich was einfädeln, dass ihr, ja, sagen wir 50 Dukaten im Monat. Für 50 Dukaten im Monat seid ihr Lehrer und für euch, Boltax, kann ich auch sicherlich noch einmal 40 rausschlagen. Ich habe gelesen, das war im Salamander, die Ausgabe, war das in Praios? Da war wohl ein Nachruf aus Belhanka. Man hat euch wohl vermisst. Und ihr habt wohl in Belhanka auch schon vor verschiedenen Studiosis gelehrt. Das ist vollkommen richtig. Es war eine sehr schöne Zeit in Belhanka und ich würde euer Angebot auch gerne annehmen. Aber momentan habe ich mich dieser Sache auf der blutigen See verpflichtet. Wenn wir dies allerdings beenden sollten, würde ich mich natürlich geehrt fühlen. Aber um dies beenden zu können, bräuchten wir eben ein bisschen Unterstützung. Also, nun, wenn ihr etwas für uns tun könntet, könnten wir natürlich im Gegenzug auch etwas für euch tun. Ich bin sehr enthusiastisch. Was kann ich für euch denn tun? Braucht ihr Zugang zur Bibliothek? Das vor allen Dingen, ja. Und nun vielleicht könnt ihr uns einigen Zöglingen vorstellen, die nun ja gewisse Kontakte zum Silberberg haben. Ich bin der Meinung, ja, dass wir vor kurzem war die Basaltfaust hier und nahm eine der Studiosias mit. Sie war zwar schon eine Minora, aber das war doch eine Palikan. Mir fällt der Name nicht ein. Kennt man alle, aber... Marcella. Ja, wenn ihr das sagt, dann war das so. Also ich hatte euch doch eine Paligan gesandt, oder nicht? Sie ist doch eingetroffen und sie war sehr hilfreich. Außerordentlich gut ausgebildet, muss man sagen. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Solange wir in dieser wunderschönen Stadt sind, könnten ich und mein Kollege hier vielleicht einige Vorlesungen geben und nun ja, ihr bietet uns dafür kostenlosen Zugang zu den Bibliotheken und nun ja, zum Studiengelände. Ausgezeichnet. Das klingt doch sehr verlockend und vielleicht veranstalten wir noch ein kleines Willkommensdiner mit ausgewählten Studierenden ihrer Universität. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Das ist allerdings weniger beruflicher Natur, aber ihr pflegt doch Kontakt zu Eldan Gorbas. Oh ja, ein außergewöhnlicher Mann. Könntet ihr ihm einmal bitte ausrichten, dass er mich doch bitte aufsuchen möge? Das kann ich sehr gerne machen. Ich kann ihm einen Brief schreiben. Ich würde sehr gerne ein Bild von ihm angefertigt für mich bekommen. Vielleicht vom Silberberg oder so. Ich glaube, so ein Motiv hat er noch nicht gemalt. Nun, ich denke, das lässt sich einrichten. Das wird natürlich etwas dauern. Eldan Gorbas ist ein viel beschäftigter Mann. Ja, natürlich. Gut, dann bekommt ihr freien Zugang zur Bibliothek und den verbotenen Schriften. Und dafür lehrt ihr, sagen wir, 2 Stunden pro Tag. Das klingt legitim. Ausgezeichnet. Dann besiegeln wir es mit einem Handschlag. Ja, ich schlage ein. Bin noch etwas zögerlich. 2 Stunden. Was soll's? 2 Stunden. Ein Mann, ein Wort. Gut, dann schaue ich mal in meinen Unterlagen, welche von meinen Nichten und Cousinen das war, die ich euch gesandt hatte. Aber ja, dann, wenn ihr etwas braucht, sucht mich gerne wieder auf. Natürlich. Morenes. Der Schwarzen Gilde seid ihr jetzt also. Ja, die Umstände. Wisst ihr, bei uns Zwergen gibt es ein Sprichwort. Ein Stein bleibt im Inneren immer ein Stein. Aber mir war vielleicht schon von Anfang an der Gilde zugehörig und hat es nur nicht erkannt, weil etwas Moos auf ihm war. Ja.
Ja, seine nun ja, Gleichnisse sind etwas erdig, könnte man sagen. Gut, gut, gut. Dann, ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber wir sehen uns sicherlich wieder und ich freue mich, dass ich euch anwerben konnte für die hervorragende Bibliothek. Halbgöttliche Weisheit, man muss. Dann, ihr dürft euch entfernen. Ja, natürlich. Es war auch ein Vergnügen. Noch einen angenehmen Nachmittag, euer Spektabilität. Ja, ebenso. Derweil bei Diamantes und Rafim. Ja, und was wollt ihr euch zuerst anschauen? Ich würde ja noch eben beim Chor-Tempel vorbeischauen, der ist ja ganz in der Nähe. Und dann fangen wir beim Chor-Tempel an. Oh, vielleicht, wunderbar. Vielleicht werden wir da ja noch mit ein paar Söldnern bekannt, die wir anheuern können. Ich meine, wir müssen ja nicht alle auf dem Söldnermarkt finden. Naja, wir suchen halt vor allen Dingen hier Schützen, richtig? Das sind die, die uns fehlen, Ei. Naja, mal schauen, mal schauen. Ich hab die Fahrt hierher auch noch ein bisschen mit zusammen mit unserem Diener des Lodernden rumgebastelt und ja, etwas montiert. Vielleicht können wir die Schützen damit ausrüsten. Naja, kommt drauf an, worauf sie trainiert sind, ne? Die meisten sind ja eher noch Bogenschützen. Jeder, der mit einer Armbrust schießen kann, kann auch mit einer Arbalette schießen. Ja, aber die sind schon sehr teuer. Also ich meine, wenn wir genug haben, dann ist ja gut, aber so eine ganze Truppe damit ausrüsten. Nein, nein, eine ganze Truppe, der müsste hier den nächsten Götterlauf damit verbringen, die Waffen zusammenzubauen. Ich dachte eher an eine Handvoll, vielleicht 5, 6. Ja gut, das klingt ja schon deutlich machbarer. Wenn ihr zum Tempel des Manticore schreitet, auf einer Insel gelegen, könnt ihr ihn direkt erblicken. Finster hebt er sich vom Himmel ab. Schwarzen Obsidianwinde schimmern unheil. Ihr könnt unglaublich viele Söldnerinnen und Söldner erkennen, die sich hier vor dem Tempel Schaukämpfe liefern, auch wenn der Mabo-Tempel direkt daneben liegt und doch eher um Ruhe gebeten würde. Dennoch die Werber, der Geleitschutz, die Kaufleute, die dann hier umherstratzen und nach dem Besten suchen, wird das wohl nicht interessieren, deswegen gehen die Kämpfe, die Schaukämpfe hier weiter. Der Tempel ist ein einziger Raum mit einer enormen Halle und an dessen einen Ende steht eine 3 Schritt hohe Statue des namensgebenden Manticores. Archaische Waffen, die an den Wänden hängen, flackernde Fackeln mit blutrotem Licht übergossen. Auf dem Tempel, Altar könnt ihr noch sehen, unzählige Tiere, die hier wohl geopfert worden sind, allein am heutigen Tag. Der Altar ist breit und rot vom Blut gefärbt und daneben könnt ihr noch andere Tiere erkennen, die dann hier abgeschlachtet worden sind, beziehungsweise dann heilig dann dem Chor geopfert worden sind. Das sind vor allem kämpfende Tiere aus dem Urwald, aus dem Dschungel, also teilweise Krokodile, aber auch Jaguare könnt ihr erkennen, die dann hier wohl den Willen von Chor dann angenommen haben. Ja, ich schreite durch die gesamte Halle, blicke lächelnd auf die ganzen Kämpfe und würde natürlich erstmal selber ein wenig Blut opfern. Diamantes, wollt ihr euch nicht anschließen? Das erste Blut in alanfanischen Gefilden. Aber ins Blut zu opfern. Ich muss gestehen, hier im Tempel habe ich noch keins geopfert. Allgemein in meinem Chor-Tempel noch nicht, aber mit dir an der Seite, dann schaut der Herr Chor wohl besser auf uns herab. Naja, er wartet nur mal Opfer. Ah, Fim. Ja, schön. Da. Ja, natürlich. Schön, Bruder. Du hast jemanden mitgebracht. Der Diamantes. Warum hast du noch 10 Finger? Ich habe meine 10 Finger noch und ich denke, ich werde sie auch behalten. Ich bin nicht wie Rafim ein Diener des Chors, auch wenn ich ihn verehre. Und gut, mach dir nicht gleich in die Hose. Kannst du ja behalten. Zwinkert ihr dir zu. Gut, was wollt ihr hier, Rafim? Kämpfen?
Blut. Ja, natürlich. Außer Söldner. Können wir dir was verkaufen? Ja, wir brauchen eigentlich Schützen und er will auch noch Leute, die mit einer Abalone. Hast du gedacht, ne? Jeder, der mit einer Armbrust umgehen kann, wird auch sich mit einer Abalone zurechtfinden. Also davon brauchen wir so 5 und dann brauchen wir noch, ja, so 50 Schützen, denke ich. Könnt ihr haben. Ich suche euch die besten raus. Macht mir einfach eine Liste fertig. Ja, hier wird sie gerne am Ende nochmal selber angucken. Ja, was du willst. Oh, wunderbar, wunderbar. Sag mal, machst du eigentlich noch nasse Arbeit? Kommt drauf an, gegen wen, das weißt du doch. Ja, also, wenn du jetzt wieder in der Stadt bist, wir brauchen schon mal wieder so Spezialisten, die halt, abends dann mal was machen, so, nachdem die in normalen Zeiten rum sind. Ja. Ab und zu muss man sich halt um Dinge kümmern. Gut, dann werde ich dich so vermerken. Ja, du weißt ja, es ist immer die Frage, gegen wen man sich kümmert. Ja. Wenn es so um ein paar Fahners geht, dann ist das kein Problem. Ich schuster dir die Aufträge zu, du guckst drüber, kannst immer noch ablehnen. Aber wenn mal wieder Spezialisten in der Gegend sind, dann wird sicherlich einige erfreuen, dass du da bist. Und wieder andere würden das überhaupt nicht gut finden, dass du hier wieder rumläufst. Ja, die fürchten die Konkurrenz, wie man so schön sagt. Tja, geht halt nicht jeder in den Schlund. Jo. Gut, Söldner, mach ich dir eine Liste fertig. Brauchst du noch was? Naja, ehrlich gesagt, wie sieht's momentan hier aus? Oh. Sind die Banners ruhig oder sind die mal wieder rebellisch? Ah, kommt drauf an, wen du fragst, ne? Wenn du die Fahner fragst, dann wird man schon sagen, dass die Hunger haben, Getreidelieferungen, die fehlen. Aber gibt schon Aufruhr. Ich habe auch gehört, dass wohl einige der Granden selber sie aufstacheln und dafür sorgen, dass sie gegen den Silberberg ziehen. Aber ob das richtig ist, keine Ahnung. Dafür bin ich nicht mehr so viel auf der Straße draußen. Ich gebe mich nicht mehr so mit den Fahners ab, aber... wenn du die Granden fragst, dann sagen die, alles ist ruhig. Da gibt's keine Proteste. Ja, aber das sagen die immer. Das ist richtig. Könnten die mit Fackeln an dem Tempel vorbeiziehen und trotzdem würden die sagen, es ist alles ruhig. Ja, solange sie die Fackeln weg von dem Chortempel lassen, ist es mir egal. Ja, und eigentlich bezahlen die dann ja auch immer ganz gut dafür, wenn man die Fahners wieder zurücktreibt. Ja, das ist wohl so. Gute Arbeit. Na, außerdem gibt's so viele Menschen. Wollen die halt woanders hingehen? Ich sag nicht, Salem oder was auch immer. Wollen die gehen, wo der Pfeffer wächst? Ja, oder zurück auf ihre Plantage, wo sie hingehören. Oder das, richtig. Naja. Also ich sag mal so, wenn ich 10 Fahners abschlachte und dafür ein gutes Geld kriege, ich hab da kein schlechtes Gewissen mittlerweile mehr. Ach, es sind Fahners. Also das wirklich. Ist Geld ist Geld. Gut. Ja, aber ich sag dir Bescheid. Komm einfach mal wieder vorbei. Ich hänge da einen extra Zettel für dich auf. Ja, wunderbar. Wie sieht's momentan in der Arena aus? Ja, Zornbrecht, der hat halt immer wieder was Neues. Also, wenn du was verdienen willst, gerade wenn du jetzt hier mit Diamantes mehr Aufmerksamkeit haben willst, dann schick doch mal Diamantes in die Gladiatoren-Arena. Vor allem, wenn der Silberberg anwesend ist. Also, die gucken ja auch gerne mal zu. Kannst du dann sicherlich dir ein paar Pluspunkte sammeln. Was hältst du davon, Diamantes? Das ist echt gar keine schlechte Idee. Mich als Gladiator zu verdienen? Mann, als Kämpfer habe ich noch nie einen Schritt in die Arena gesetzt. Aber wenn es uns weiterhilft, dann bin ich bereit, meinen Kopf in diese Schlinge zu setzen. Ja, ich habe ja auch meine Duelle in der Arena erfolgreich bestritten. Tja, aber niemand will dich kämpfen sehen, Rafim. Ja, seit Fäuste in der Arena, das gibt's nur einmal. Und danach ist das halt langweilig. Weil man weiß halt, dass hier alles, weiß ich nicht, den Kopf abreißt und Augen eindrückt und was hier so tut. Ja, es ist schon richtig. Aber Diamantes, ich hab da noch ein paar Freunde um der Arena, also wenn wir das machen, da können wir ein paar Verbindungen spielen lassen. Wir kriegen dich richtig groß raus. Nein. Und ein oder zwei gut platzierte Wetten würden vielleicht unsere Kasse ein bisschen auflockern, aufstatten. Also ich denke, das ist nicht die dürfeste Idee.
Gut, gut, denk drüber nach. Wie gesagt, du findest mich immer hier. Ja, wunderbar. Wie lange ist irgendwann ein besonderer Kampf angesagt, bei dem ich mich um Diamantes Beteiligung kümmern könnte? Also in 5 Tagen ist, glaube ich, die Todesex wieder da. Oh. Diamantes, das klingt doch nach was für dich. Dafür kenne ich mich mit den Kämpfen nicht so gut aus. Was kann man darunter verstehen? Das ist ein riesiger Achas. Todesex ist seit 30 Jahren ungeschlagen oder so. Ich kenne mich damit nur ein bisschen aus, also. Radiatoren, die findest du eher da drüben in der Ecke. Das macht Korian. Aber, also, das bringt auf alle Fälle Aufmerksamkeit. Und wenn du sie umbringst, gut Pluspunkte. Ja. Ich glaube, der wäre Boltax stolz auf mich, wenn ich das schaffe. Ja, und du musst ja auch überlegen, was das für Wetten werden. Also, die Kurse werden gut sein gegen dich. Ja, also. So eine Echse, die töte ich doch im Schlaf. Ja, was halt noch besser ist, wenn ihr halt auf den Verlust jetzt und dann richtig dick abkassiert. Das geht auch. Ja, aber ich will ja, dass er gewinnt, weil wir wollen ja Pluspunkte sammeln. Also wie gesagt, die Todesechse, eine der beliebtesten Gladiatoren. Ja, wunderbar. Dann wissen wir beide ja schon, was wir jetzt die nächsten Tage machen. Sagst du, trainierst du mit mir? Ja, ich werde dich hart antreiben, bis du kotzt. Aber das wird dir gefallen. Ja, das erwarte ich auch von dir. Ja, wunderbar. So, Diamante, erstmal vielen Dank. Ich komme auf jeden Fall darauf zurück. So, jetzt, du wolltest doch bestimmt auch noch irgendwo hin, Diamante. Du hast mich jetzt ja zu meinem begleitet. Jetzt komme ich auch bei dir noch mit. Was willst du dir angucken? Wir können an der Arena ein bisschen lang und so. Ja, du willst dir schon mal den Grund angucken, wo du bald Echsenblut vergießt. Ja, ja. So gefällt mir das. Du bist schon direkt im Kampf. Geistig bist du schon da. Außerdem will ich nicht wirklich warten, bis wir da euren Granden Karinor-Freund kontaktieren, um mein Arsenal an Zigarren ein bisschen aufzustocken. Kann doch nicht angehen, dass ich hier ohne Zigarre im Mund rumlaufen muss. Ja, die Leute erkennen dich dann ja auch gar nicht. Ja, nichts. Oh, komm, Diamantes, wir müssen los. Hier, die Arena müssen wir uns anschauen. Warte, ich lass noch ein bisschen Blut hier. Sehr gut. Das wird ein guter Kampf.